Wunderbar. Es ist 15:15 Uhr. Ich begrüße Sie zu dieser Coffee Lecture Pressedatenbanken Nexys Uni und Factiva im Vergleich. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Raimond Grenacher. Ich arbeite als Informationsspezialist für die ETH-Bibliothek. Ja, wir wollen heute eigentlich alles, die kurze Zeit, die wir haben, eigentlich alles in Echtzeit anschauen. Ich habe aber trotzdem eine kleine Folie vorbereitet. Und zwar ist das hier diese Übersicht, der Direktvergleich zwischen Nexys Uni und Factiva. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das Handling bei Nexys Uni besser, und im deutschsprachigen Raum ist eigentlich die Inhalte und die Fülle bei Factiva besser. Man sieht es hier auch, Factiva hat etwas mehr Quellen, ist tagesaktuell, während Nexys Uni immer nur Artikel bis zum Vortag hat. Auf der anderen Seite kann man bei Nexys Uni wirklich ein Konto einlegen, ein Login, was nichts mit der Lizenz zu tun hat, kann sich dort Sachen speichern, Alerts setzen, Bookmarks setzen. Und das geht bei der quasi Universitätslizenz von Factiva geht das leider nicht. Es gibt eigentlich nur ein einziges Login. Das heißt, man kann nichts personifizieren. Das ist sehr schade bei Factiva. Also es ist eigentlich wirklich viel mehr für den Ad-hoc-Gebrauch. Ansonsten sind es beides Volltext-Datenbanken im Unterschied zu den meisten Banken, Datenbanken, die ja nur bibliografische Angaben haben und nicht direkt den Volltext beinhalten. Das ist bei den Pressedatenbanken wirklich anders. So vom Konstrukt her der Unterschied ist auch noch, es gibt bei beiden nebst den Presseartikeln eben auch Unternehmens-, Firmens-, Marktdaten und Quellen. Nexys Uni hieß früher auch LexisNexis, hat eben auch noch juristische Quellen, also da ist aber vor allem für den amerikanischen Raum, kann man sich wirklich Gerichtsurteile, Präzedenzfälle und so, und das ist ein Teil, den Factiva nicht hat. Jetzt wollen wir aber gleich übergehen und uns das in Echtzeit anschauen. Vielleicht noch ganz kurz zum Zugang. Der Zugang erfolgt eigentlich über den Katalog der ETH-Bibliothek. Ist natürlich immer Bedingung wie bei allen Datenbanken, dass man sich entweder in den Gebäuden ETH befindet oder eigentlich über VPN in der IP-Range der ETH ist, damit man den Zugang zur Datenbank hat. Hier kann man dann ganz einfach, wie gewünscht, Nexys Uni eingeben und oder Factiva je nach Wunsch und die Suche absetzen, und es erscheint mittlerweile erfreulicherweise auch gleich zu oberst. Das war vor 2 Jahren unglücklicherweise nicht so. Mittlerweile sind sie beide zu oberst. Ich kann einfach hier drauf und wie man sich's gewohnt ist für elektronische Quellen, gelange ich hier zur Datenbank. Das habe ich schon mal vorbereitet. Hier der Einstieg für Nexys Uni. Wir sehen hier, es gibt gleich einen Suchschlitz. Ich habe ein paar Pre-Filter, um einzustellen. Und auch hier rechts neben dem Suchslot habe ich auch ein paar Voreinstellungstypen, die ich wählen kann. Wenn ich weiter nach unten scrolle, gibt es so ein paar, sagen wir mal, populärsten Themen zurzeit. Und ich habe hier auch noch eine Covid-19 Quick Searches. Die kann man sogar, ohne dass man einen lizenzierten Zugang hat, lassen sich diese Covid-19 Searches erreichen und auch anzeigen. Das ist so ein spezieller Service der Nexys Uni gewährleistet. Ich könnte jetzt hier
Einfach mal, wenn ich eine themenbezogene Suche machen möchte, kann ich jetzt hier wirklich irgendetwas eingeben, Wein, Reis und diese Suche absetzen und ich werde Material dazu finden. In diesem Fall sind es jetzt 59 Ergebnisse. Wie man sich das gewohnt ist, kann ich das links nach Publikationen, nach Datum und so weiter, wie man das sich eigentlich gewohnt ist, filtern. Ich gehe jetzt aber extra nochmal zurück und zeige den Einstieg bei Factiva. Der ist relativ ähnlich, aber noch ein bisschen, sagen wir mal, ausgeprägter. Ich habe hier wirklich so die Top-Themen aufgeteilt nach Politik, Wirtschaft und Beziehungen. Ich habe hier auch so quasi die Head-Artikel von den wichtigsten Zeitungen gleich da. Also das ist ein bisschen mehr Information. Das ist quasi, wenn ich gar nicht so weiß, nach was ich eigentlich suchen möchte. Jetzt ist es aber so, nun, die meisten Leute möchten ja die Pressedatenbanken, um an ganz bestimmte Artikel zu gelangen, die eben meistens hinter Paywalls versteckt sind. Und dazu habe ich mir jetzt mal ein Beispiel auch ausgesucht von einer Quelle, die wirklich auch in beiden Datenbanken vertreten ist. Das ist jetzt hier beim Spiegel und hier das eigentlich hinter der Paywall dieses Spiegel Plus. Und wenn ich mich hier, da sieht man schon, es würde eigentlich kosten. Und ich habe mir jetzt hier diesen Artikel ausgesucht, per Los zu Rolex, der Schmuh mit der Luxusuhrenlotterie. Und jetzt ist es eben ein bisschen speziell. Ich gehe jetzt mal zuerst zu Nexis Uni. Ich würde Ihnen empfehlen, auch hier immer über die erweiterte Suche zu gehen. Die finden Sie hier. Und wenn ich jetzt hier einfach eingebe zwei Keywords aus dem Titel, ich gebe mal Schmu und Rolex ein, setze diese Suche ab und sehe dann leider, leider, leider findet es mir diesen Artikel, ich sehe das am Datum, diesen Artikel findet es mir nicht. Ich könnte auch bei der erweiterten Suche bereits, wir haben das jetzt einfach mal als allgemein eingegeben, ich könnte hier jetzt eben auch schon das nach Spiegel Plus eingrenzen bei Quelle. Hier Spiegel Plus, voilà, jetzt habe ich das gesetzt und setze die Suche nochmal ab und habe leider das Ergebnis, was ich möchte, leider auch nicht. Und das hängt genau damit zusammen, dass Nexis Uni eben nicht tagesaktuell ist. Und dieser Artikel ist heute erschienen, also finden wir ihn in Nexis Uni nicht. Also ich kann wirklich nur bis zum Vortag Artikel suchen bei Nexis Uni. Das ist wirklich schade. Und Factiva ist dazu im Gegensatz tagesaktuell. Auch bei Factiva würde ich Ihnen raten, immer auf den Suchassistenten zu gehen. Hier können wir die Quelle wählen. Ich kann hier einfach eintippen, Spiegel, und dann erscheinen, könnte ich hier Spiegel All Sources nehmen, aber ich wähle jetzt auch ganz bewusst Spiegel Plus und gebe jetzt auch mal ganz gleich ein Schmuh und Rolex, setze die Suche ab und leider wieder findet es nichts. Das sollte es jetzt aber finden und das ist eben ein bisschen ein Bug bei Factiva und zwar, wir sind uns sehr gewohnt, das macht jetzt fast jede Datenbank und wir sind es uns von Google gewohnt, dass wenn wir zwei Wörter mit Abstand schreiben, dass dann automatisch ein And-Operator eingefügt wird. Das ist bei Factiva leider nicht so. Also ich muss den Operator wirklich einfügen, auch in Großbuchstaben, kann jetzt die Suche nochmals absetzen und voilà, schon sind wir bei unserem gesuchten Artikel.
Ich kann den anwählen. Ich könnte auch, wenn ich jetzt mehrere Artikel zur Verfügung hätte, diese hier anwählen und über dieses Auge hier mir den Artikel anzeigen lassen. Das ist wirklich ein schönes Plus der Pressedatenbanken, dass ich eben nicht nochmal die Datenbank verlassen muss, um zum Volltext zu gelangen, sondern das habe ich alles dabei. Ich sehe, meine 10 Minuten sind schon fast um, aber wenn Sie mir erlauben, möchte ich Ihnen noch zwei Sachen rasch zeigen. Ich gehe nochmal zurück zum Suchassistenten. Eben wie ich schon gesagt habe, leider kann ich mir in Factiva kein Profil anlegen und kann das jetzt auch nicht speichern. Aber ich kann mir natürlich den Artikel exportieren oder ihn einfach lesen. Das geht natürlich schon. Jetzt habe ich schon oft die Frage gehört, ja, wer hat dann was? Eben Factiva hat viel mehr Quellen. Wenn ich mir diese Quellen, wenn mich das interessiert, welche Quellen sind überhaupt verfügbar, dann kann ich hier wieder auf Quelle gehen und statt meine Quellenlisten, das würde auch nur funktionieren, wenn wir ein persönliches Login hätten, aber ich kann das hier nach Region, voilà. Und kann dann auf Europa, kann auf Westeuropa und kann mir zum Beispiel jetzt alle Publikationen der Schweiz anzeigen lassen, die in Factiva indexiert sind. Und Sie sehen, das sind eigentlich eine schöne Auswahl an Publikationen. Das ist bei Nexis Uni deutlich geringer. Bei Nexis Uni kann ich das auch machen. Es ist ein bisschen anders. Wir müssen hier auf Menü gehen und dann auf alle Quellen. Voilà. Und kann das hier jetzt quasi nach Ort der Veröffentlichung filtern und habe dann auch eigentlich eine Quellenliste. Und ich müsste zuerst auf international gehen und kann das dann runterbrechen und komme so, dann sind wir Europe und voilà, könnte jetzt hier über Meer gelange ich auch irgendwo zur Swiss Confederation und habe hier jetzt alle Quellen der Schweiz und ja, es fällt jetzt nicht so auf, weil es ist auch eine große Liste, aber es sind deutlich weniger Publikationen und das gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum, ist Factiva deutlich stärker, hat auch viele Zeitschriften und Journale, die in Nexis Uni einfach nicht vorhanden sind. Ja, leider bleiben uns nur noch gerade 2 Minuten. Ich möchte an dieser Stelle fragen, haben Sie irgendwelche Fragen? Dann bitte ich Sie einfach, ja, die Stummschaltung aufzuheben und mir die Frage direkt zu stellen. Wir haben im Chat eine Frage gehabt, ob die NZZ auch enthalten ist. Die NZZ ist in Factiva, wenn es mir recht ist, ist sie in Factiva enthalten und in Nexis Uni nicht. Ist aber nicht so ein Problem, weil wenn man an der ETH ist, hat man NZZ online sowieso. Genau. Jetzt gehe ich nochmal rasch zurück, darauf gehe wieder auf die Bildschirmpräsentation. Voilà. Sind sonst noch Fragen? Wenn nicht, möchte ich Sie auf die Feedback, was Sie jetzt gerade sehen, aufmerksam machen und bitte Sie, das ganz kurz auszufüllen und möchte noch auf die Coffee Lecture von nächster Woche hinweisen. Da geht es um kollaboratives Arbeiten mit Mendeley, was Andy Müller machen wird nächsten Mittwoch.